Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, da drüben stehen die Jungs. Da hat die da Malibu, da hat die Baloo. Und ja, wir haben das jetzt ausgemacht, wo wir heute hinfahren wollen. Verraten es. Vielleicht oder vielleicht auch nicht, das wissen wir noch nicht. Steht das nicht im Thumbnail drin? Das weiß ich nicht. Oder so? Naja, egal. Aber wann geht's eigentlich los? Nach dem Intro. Ein wunderschöner Abend hatten wir gestern. Mhm. Nicht gesponsert, selbst bezahlt mit Aperol Spritz. Genau. Aber wie hast du so schön gesagt, also fertig gemixt, kühlen, einschenken, servieren, selbst gemacht ist dann doch besser. Ja, definitiv. Ich kann es nicht sagen, weil ich sauf das Zeug ja nicht. Ja, das Ding ist ein bisschen, weiß ich nicht. Als anders, ne? Anders. Ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich habe relativ gut geschlafen hier in Vonstrauß. Ja, die Autobahn und die LKWs, man hört sie schon. Aber in der Nacht, glaube ich, war jetzt nichts. Also ich habe da nichts gehört. Ich würde sagen, irgendwann ist man auch so kaputt und schläft einfach. Wir sind auch spät gestern ins Bett gegangen, muss man dazu sagen. Ja. Ja, was haben wir vor? Wir wollen jetzt auf jeden Fall gleich frühstücken, dann wollen wir einkaufen fahren. Und dass wir über Ostern alles haben, genau. Genau, weil dann ist ja dann definitiv zu zwei Tage. Alles zu, da drehen sie wieder ab am Rad. Mal sehen, werden wir gleich sehen, ja. Ja, und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Wetter soll gut sein. Auf jeden Fall werden wir nach dem Frühstücken kurz den Platz zeigen, weil entsorgen müssen wir noch. Ja. Das machen wir und dann zeige ich euch kurz den Platz. Und dann geht's los. Und jetzt machen wir Frühstück, ne? Frühstück. So, jetzt haben wir lecker gefrühstückt bei unseren Freunden aus Österreich und jetzt wollte ich ja noch mal den Stellplatz euch zeigen. Also dort hinten an dem Häuschen, da ist die Ver- und Entsorgung, da werde ich gleich noch mal Bilder einblenden. Das heißt, dort könnt ihr auf jeden Fall Toilette, Grauwasser loswerden. Frischwasser gibt es immer nur in den speziellen Monaten. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn dieser Platz hier, der hat auch kostenfrei Strom. Allgemein ist der kostenfrei, dieser Platz hier in Vonstrauß. Und was wirklich genial ist, wie gesagt, Strom umsonst, Plätze umsonst. Ungefähr 14 Plätze sind hier. Und, das müsst ihr aber wissen, ihr seht ja vielleicht dort diese ganzen Blöcke. In der Wintersaison ist das teilweise sogar richtig abgesperrt. Früher wurde nur der Strom abgeschaltet. Jetzt ist komplett teilweise komplett abgesperrt. So kann man es bei Park 4 Night sehen. Wir konnten jetzt schon drauf, weil wie gesagt, ab Ostern machen sie auf, sprich ab dem 1. April. Also vom 1. April bis 31. Oktober ist hier dieser Platz geöffnet. Richtig cool. Und wenn man sich überlegt, wie voll das jetzt schon ist, ja, wurde jetzt schon gut angenommen. Jetzt, wie gesagt, noch ein, zwei Bilder zu der Ver- und Entsorgungsstation. Und dann würde ich sagen, geht es für uns jetzt zum Rewe. Und dann schauen wir mal, wo es für uns hingeht. Was für eine Fahrt. Ne, die Fahrt war gut. Aber jetzt entsprechend einen Platz zu finden. In der Metropole. Ihr habt es gesehen, wir sind nach Tschechien rein.
Und B, das habt ihr vielleicht erkannt oder auch nicht, wir sind in Prag. Und wir haben auch einen Parkplatz gefunden. Gott sei Dank, hier stehen unsere Dicken. Da. Es ist ein Parkplatz, weil Campingplatz oder keine vergessen. Chance. Liebe ohne Reservierung Leute. Und eine Woche. M-m. Also, wir sind Osterwochenende hier. Wir haben es wirklich gewagt. Ohne Reservierung, mit zwei Vans, ohne Plan, einfach nach Prag. Wir wollten uns das anschauen. Und das ist das Ergebnis. Wir haben jetzt einen Platz hier gefunden. Ich wollte gerade sagen, es ging. Der kostet 30 Euro die Nacht, hat nichts. Das ist egal. Ganz ehrlich, wir wollen uns Prag anschauen. Wir sind das erste Mal hier. Mhm. Euch wollen wir mitnehmen. Aber das dauert jetzt, weil jetzt brauchen wir erstmal eine kleine Brotzeit. Stärkung, bevor wir im Prinzip auf Tour und so weiter gehen, ne? Das ist wichtig. Genau, und bevor wir auf Tour dann melden wir uns nochmal. Auf jeden Fall sind wir mal gespannt, was das hier wird. Wenn die Nacht gut ist, bleiben wir eine zweite. Wenn die Nacht boah wird, dann suchen wir uns im Umland was an. Aber Prag schauen wir uns auf jeden Fall heute an. Genau, und das Wetter passt übrigens. Wir haben 21, 22 Grad hier oder sowas. Es ist also schön angenehm. Es ist, ihr seht, T-Shirt, ne? Endlich T-Shirt. Auch wenn leider die Sonne nicht so rausgekommen ist. Das reicht ist, aber. Das reicht, alles gut. Sie ist so da, dass wir keinen Sonnenbrand kriegen. Das ist nicht super. Genau. Und jetzt machen wir was zum Futter, ne? Attacke. Gestärkt sind wir. Kann man zumindest so sagen. Und jetzt wollen wir uns Prag anschauen. Wie gesagt, in der Zwischenzeit war die Überlegung wirklich, wir brechen hier ab, nachdem man nichts gefunden hat und lass uns einfach auswärts fahren. Er sagt, nein, da ist man einmal in Prag, da muss man sich das auch anschauen. Und wie gesagt, zur Not hat mit dem Parkplatz und wieder, ja, hier ist einer. Was ich euch empfehlen würde, wenn Stefan das mal da kurz hinzeigt, ja, da wo diese Busse sind, da würde ich mich nicht hinstellen wollen, weil da steht bei Park4Night, die lassen gerne mal die Motor laufen. Und das könnte sehr, sehr unangenehm sein. Auch nachts über. Ich glaube, das lohnt sich dann nicht. Ja, da wo wir jetzt stehen, keine Ahnung, wie das wird. Wir werden sehen. Ich finde das schön, dass wir jetzt genau auf den Busch zu laufen. Ich wollte gerade sagen, rechts oder links? Also, müssen wir nach rechts, ne? Lass uns nach rechts laufen. Ja, wir gucken uns das jetzt erstmal hier ein bisschen an. Schloss. Da hinten. Ja, schön. Oder Burg, irgendetwas, was auch immer, ob man das sehen kann. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall in Richtung Sonne. Ja, der Sonne entgegen und wir nehmen euch mit. Wollen wir noch was sagen? Nö, jetzt geht's los. Impressionen der Stadt. Today and not tomorrow, there's no
tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give. Today is a good. Huiuiuiui, ich glaube, kann man das so sagen? Ich sag nur wow. Unglaublich, hätte ich niemals gedacht. Also bin sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und gerade wenn man sich überlegt, wo unser Stellplatz ist. Das heißt, du läufst wirklich 5 Minuten durch den Park und schon bist du direkt am Fluss und dann hast du die Altstadt hinter dir, nein, eigentlich vor dir. Und da sind echt viele coole Gebäude. Die Karlsbrücke, das muss man sich überlegen. Also wenn man klaustrophobisch drauf ist, ist die Karlsbrücke definitiv mit, ja, es für sind euch. Viele, viele Leute. Aber es ehrlich gesagt, was habe ich vorhin gesagt? Es ist so ein bisschen für mich Rom-like. Also unglaublich. So klar, viele Leute, ja. Aber auch irgendwie so die Gebäude sehr, ja, teilweise sehr römisch angehaucht, finde ich irgendwie. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ist es halt irgendwie. Es sieht schon wow. Cool aus. Und damit wir nicht alles so am Stück packen, labern wir jetzt einfach nur. Das ist der einzige Grund, weil wir wirklich nicht wissen, was wir hier noch alles sehen. Wir haben auch zig Sachen zu sehen. Und ja, wir sehen auch nicht alles, das muss man auch klar, sagen. Wir gehen jetzt auch in kein Museum etc. Wir wollen einfach mal Park uns anschauen, um zu überlegen, ob man zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch mal herkommt. Ja, also bisher muss ich sagen, beeindruckt es mich so, dass ich sage, ja, gerne nochmal. Dann aber geplanter, koordinierter. Ja. Weil das war wirklich ein absolut spontaner Besuch. Ja. Und bis jetzt haben wir, spontan ist immer noch am schönsten. Ja, immer. Und immer. Jetzt zeigen wir euch mehr Sachen aus Prag. Nach einem wunderschönen Grundgang in Prag sind wir wieder zurück auf die Platte. Also sowas wie in Cuxhaven gibt es hier halt auch. Kostet 30 Euro. Und wie gesagt, hat halt
absolut nichts zu bieten, aber wir schauen einfach mal. Und die Aussicht nach da, ja, wie gesagt, ein Zirkus. Und dahinter ist noch eine Basilika. Wir überlegen, wenn morgen das Wetter gut ist, schauen wir uns das an. Das würde es aber wahrscheinlich erst im nächsten Video geben. Also da müsst ihr euch dann gedulden. Ja, Grill steht auch parat. Stefan ist am Salat schnippeln. Und dann werden wir uns einen schönen, gemütlichen Abend auf jeden Fall machen. Und Impressionen davon gibt es jetzt zu sehen. Making my way through the darkness, a million eyes on me. I don't care, I don't care. Every breath that's taken is the last time they see. I don't care, I don't care. This is not for freedom. In 30 years you'll see. I don't care, I don't care. But you stand for what is noble with your gun staring at me. I don't care, I don't care. The moments